Merhaba, ihr kleinen Menschen. Du sprachst von beunruhigenden Träumen. Jace, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Ich möchte dich nicht belasten. Freut mich, dass ihr am Start seid. Irgendwann müssen wir darüber reden, wenn der Sand sich legt. Wenn der Sand sich legt. So, ihr beiden Labertaschen. Habt das dann mal, oder? Hoffe ich. Dankeschön, Freunde. Wir bringen Aya zum Tempel des... Und, ja. Bald, müssen wir der Echse den Kopf abschlagen. So. Ja, auch nochmal ein bisschen Gas geben. Und da sind wir auch gleich schon da. Ach, übrigens, Freunde, ich habe ganz vergessen. Ich war wieder fleißig. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Ihr seht schon hier wieder ganz viel abgeschlossen. Wir sind auch Level 26 schon mittlerweile. Ich habe hier alles besucht, alle Orte abgeschlossen. Hier so, das habe ich noch offen gelassen wegen Pyramide. Da dachte ich, das ist vielleicht für die Aufnahme ganz cool. Auch hier, na, das müssen wir noch abschließen. Aber ansonsten schon sehr viel aufgedeckt. Das noch als kleine Info. Bett. Oh. So, jetzt. Steigen Sie aus, junge Dame. Wir sind da. Die ganzen Orte hier in Memphis habe ich natürlich noch offen gelassen, weil wir hier bestimmt noch die ein oder andere Quest haben. Du hast vielleicht Nerven, du Hurensohn. Ah, yo, 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 yo. Also, mal halblang hier, ja? Wüstensohn heißt das. Wo sollen wir anfangen? Geh du zum göttlichen Stier. Ich spreche mit den Priesterinnen. Ach, natürlich. Lass mich nur den Stall ausmisten. Alles klar. Hast du was gesehen? Hey. Fütterst du den Apis-Stier? Nein. Um sowas kümmern sich für gewöhnlich die Priesterinnen. Weißt du, wo sein Futter gelagert wird? In dem Gebäude, dort drüben bei der Treppe. Aber es wurde abgeschlossen, als der Stier krank wurde. Hab Dank. Das Futter könnte schuld an der Krankheit sein. Aber ich muss ganz sicher gehen. Ich brauche mehr Beweise. Dein Fell hat seinen Glanz verloren, Herrlicher. Deine Flanken sind eingefallen. Möge Hathor dich stärken. Pasche Remta hat einen Vorkoster für das Wasser des Gottes. Das sind Opfergaben für den Stier. Nichts Verdächtiges. Ist natürlich auch geil, wenn ein Stier einfach einen Vorkoster hat. So. Okay, ich glaube, das war's hier. Halt. Was reingeht, muss auch wieder raus. Pfirsichkerne. Daran ist die halbe Herde meines Vaters gestorben. Oh, das ich sollte das Futterlager des Gottes durchsuchen. Bald habe ich dich, Giftmischer. Was liegt hier? Futter für den Stier. Der Rest wird vermutlich in diesem Schuppen gelagert. Okay. Pfirsichkerne. Wenn der Apis-Stier damit gefüttert wurde, erklärt das seinen Zustand. Und diese Kette hier. Eine der Zwillingspriesterinnen hat so etwas getragen. Mal sehen, ob eine von ihnen weniger um den Hals trägt. Ah. Seid gegrüßt. Wie ich dachte. Eine der Priesterinnen trägt ihre Kette nicht. Wie lange dient ihr schon in diesem Tempel? 2 Monate, seit der neue Stier auserwählt wurde. Und ich diene der Königin, die sich sehr wünscht, dass Apis wieder gesund wird. Erzählt ihr mir von eurem Tagesablauf? Es ist jeden Tag dasselbe. Wir wachen zum Morgengebet auf mal dazwischen. Und füttern dann den...
Das ist eine heimtückische Art, ein Tier zu vergiften. Meine Schwestern, das war sicher ein Versehen. Einer, vielleicht. Aber kein Scheffel. Wir mussten Pankratis retten. Hä? Wen? Unseren Bruder. Banditen haben ihn verschleppt, als wir über den Markt gingen. Sie zwangen uns, den Gott zu vergiften. Sie wollten unserem Bruder den Krokodilen vorwerfen, wenn wir... Wir haben seitdem keine Nacht geschlafen. Es tut mir so leid. Wir hatten keine Wahl. Wir wollten nicht... Hier ist etwas faul. Das hier ist kein Fluch. Der Orden wird dahinter stecken. Geh ohne mich zum Tempel der Hathor. Jo. Ich lass die Zwillinge nicht allein. Alles klar. Ich mache hier nur noch mal schnell eine Einstellung. Irgendwie sind die Dialoge immer noch sehr laut. Machen wir mal so. Zack. Der Orden. So. Da müssen wir hin. Alles klar. So, ja. Und dann hoch. Hier sollte ich vorsichtig sein. So, okay, dann. Senu, weise mir den Weg. Wie sieht das aus hier? Okay. Da wird er gefangen gehalten. Alright. Den Hauptmann töten. Ich benötige den Beistand eines Heilers! Meine Wunden eitern schon! Oh. Wir schicken dir einen Hund, der sie ableckt. Alter, was? Ihr Räudigen. Jetzt ist Feierabend. Was? Zack. Bist du Pankratis? Das bin ich. Preist die Götter, dass sie einen starken Krieger zu meiner Rettung schicken. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Du bist verwundet. Eins am anderen. Ich trage dich nach Hause. So, da kommt schon der Hauptmann. Er wird gleich die Leichen entdecken. Hey, was? Ja gut, für die Leiche kann ich nichts. Was? Zack. Okay. So. Dann komm mal mit. Wir spazieren hier einfach wieder nach draußen. Gar kein... Oh, ja, von wegen. Von wegen. Ich bring dich um. Oh, schön große Fresse haben. Erzähl mir von deiner Entführung. Ich spreche lieber nicht im Freien darüber. Und außerdem machen mich meine Wunden wirklich sehr müde. So. Okay. Gleich sind wir da. Hier ist mein Haus. Bevor wir hineingehen, lass uns reden. Und ihm fehlt da tatsächlich ein Finger, wie wir sehen. Ich erspare meinen Schwestern lieber die hässlichen Details meiner Geschichte. Natürlich. Der Mann, der meine Entführung befahl, ist ein Priester des Anubis im großen Tempel. Aha. Ein Priester aus Pascherentas Zirkel. Wie kann ich ihn finden? Er trägt einen blauen Schal und hat schrecklichen Husten. Die Echse. Sie ist gezeichnet. Pankratis!
Wurdest du verletzt? Wurdest du misshandelt? Sie haben mich gefesselt und gaben mir nichts zu essen, außer trockenen Brotresten. Und? Das ist das Werk der Echse. Also werde ich meine Hände mit dem Blut eines weiteren Priesters beflecken. Der Orden ist überall. Zum Schutze Ägyptens wäre ich bereit, auch 1000 Priester zu töten. Wir sind der Gewalt verpflichtet. Jetzt. Und für immer. Ashrenta muss davon erfahren. Er wartet am Palast. Ich habe Pferde für uns bereit. Perfekt. Worauf wartest du noch, mein Liebster? So, ja? Reiten wir um die Wette, wie damals in Siva? Nur wenn du bereit bist zu verlieren. Gewagte Worte. Mal sehen, ob du auch lieferst. Mhm. Friss mein Staub. Ja gut, also. Und was bekommt der Gewinner? Das erfährst du nie. Einem Affenzahn. Du bist langsamer als Ramses und der ist schon ein paar Jährchen tot. Fegen wir hier durch die Stadt. Es ist unglaublich. Oh Mann, wir sind so schnell. Das hältst du nicht lange durch! Wollen wir wetten? Ja, die Aja, mach mal nackig! Schneller, mein Pferd, schneller! Ich habe etwas zu beweisen! Tja, das wird dann wohl nix. Anscheinend bin ich schneller gewesen. Tja, anscheinend. Wir haben alle unsere Schwächen. Ja. Und deine ist mit Anstand zu gewinnen. Was hat das zu bedeuten? Die Königin wird reden. Hören wir ihr zu. Okay. Solange sie herrschen, liegt ein Fluch über dem Land, der die Nilflut versiegen lässt. Aber wenn die lebende Göttin erst wieder den Thron besteigt, wird das Wasser aufs Neue fließen. Durch uns strahlt Memphis wie in Gold gefasste Rubine. Durch uns wird Ägypten triumphieren. Wir dürfen sie nicht verlieren. Sie müssen unsere Stimme als göttlich erkennen. Meine Königin. Ist der Apisstier immer noch krank? Wir kennen jetzt den Grund seiner Krankheit. Er wurde vergiftet. Wer war es? Die Zwillingspriesterinnen. Koche sie zu Tode in einem Bronzebullen. Göttin, nein. Sie wurden erpresst. Ihr Bruder ist von einem Priester mit blauem Schal und starkem Husten entführt worden. Hetepi. Aber er gehört zu meinen engsten Beratern. Die in unserem Schatten leben, sind am wenigsten vertrauenswürdig. Wenn sogar Hetepi gegen mich arbeitet. Deine Familie wurde bedroht von ihm. Doch jetzt ist sie sicher. Wir überstehen das. Die Priester des Anubis feiern ihre Riten im großen Tempel. Such nach ihren Masken. Meine Klinge ist genauso gut wie seine. Nein, Aya. Lass mich. Völlig egal, wer den Priester tötet. Bringt es zu Ende, bevor wir nach Herakleion aufbrechen. Warte. Tanun, der Vater, sende Kraft in deinen Arm. Okay, die Echse.
Etepi trägt einen blauen Schal und hustet ständig. Er befindet sich im großen Tempel des Ptah. Er ist einer der fünf Priester, die eine Anubis-Maske tragen. Okay. Das sind ja alles markante Eigenschaften. Wird also kein Problem, ihn zu identifizieren. So, ganz ruhig. Ich jetzt hier einfach über die Mauer bestimmt, oder? Ja. Oder naja, wir haben ja auch hier einen Eingang. Bei den Göttern! Bist du verrückt? Nur einer dieser Priester muss sterben. Ich muss mit Bedacht zuschlagen. Uiuiui. Ja. Noch Teppi versteckt sich unter seinen Brüdern. Wie viele Priester braucht eine Stadt? Ist das der Mann, den ich suche? Ein Priester. So, wir spotten die erstmal alle. Perfekt. Aber ist es hier Teppi? So. Der hat keinen blauen Schal und er hustet auch nicht. Das ist auch kein blauer Schal. Ich mal behaupten, und er hustet auch nicht. Das könnte ein blauer Schal sein. Ist aber auch eher so schwarz, oder? Und ich höre auch keinen Husten. Das ist auch kein blauer Schal. Aber das ist ein Husten? So. Ist aber auch kein blauer Schal, verdammt. Elende Missgeburt, was soll das werden? Bis jetzt hat ja noch keiner gehustet. Aber flott! Oder habe ich jetzt einen übersehen? Das ist halt schon ein blauer Schal, aber er hustet halt nicht. Oh, war das ein Husten? Das war doch bestimmt ein Husten. Ich glaube, er ist es. Hey, was? Ich könnte da. Mir entkommt keiner. Die Echse! Der Priester, der Memphis verflucht hat! Ich diene nur dem alten Ägypten. Es fordert einen hohen Preis. Unschuldige werden verstümmelt. Kinder aus dem Leib gerissen. Der Name des Hohepriesters missbraucht. Sein Name war schon beschmutzt, bevor du kamst. Die Massen sind die Herden der Götter. Getrieben von der Peitsche des Hirten. Du bist einer von ihnen, Bayek. Du bist ein Rind! Mich treibt nur der Wille an.
nicht Furcht. Oh ja. Und wer schwingt die Peitsche hinter deinem Rücken? Wer verlangt, dass du deinen Ka mit meinem Tod befleckst? Ich habe meine Götter. Triff du die deinen. Durch deinen Tod wird der Fluch über Memphis gebrochen. Es war der Richtige. Ich informiere die anderen. Es war der Richtige. So, und wenn ich hier gerade mal noch... Das ist ein Konflikt, okay. Du darfst nicht hier sein. Mach mich mal eben vom Acker, dass ich die Quest noch mitnehmen kann. Ich werde mich trotzdem vorsehen. Was gehört? Das ging ja jetzt auch wieder schnell. Also es ist auf jeden Fall weniger Story als in Ordes hier, und mit weniger meine ich nicht einfach von der Länge her, sondern auch von, ja, von den Ausschweifungen her. Ne? Das ist alles sehr kompakt, wie es halt auch in den alten Assassin's Creed Teilen war, wo es halt wirklich nicht darum ging, irgendwelche langen Story-Stränge zu haben, sondern dass man wirklich... Man hat ein Attentatsziel und man bereitet sich halt darauf vor, dieses Ziel zu eliminieren. Und das war's, ne? So, komm mal her jetzt, Junge. Jetzt gehst du mir auf den Keks. Zack. So, Blut im Wasser. Nebenquest. Es stinkt zum Himmel. Wir nehmen einfach mal beides mit. Der Gestank in der Luft. Noch einer von Memphis' Flüchen. Ich werde mit den Priestern, die er erwähnt hat, sprechen. Aya hat die feinere Nase. Sie könnte die Quelle des Geruchs schnell ausfindig machen. So, wir berichten noch schnell um tote Echse und dann kümmern wir uns um die Nebenquests. Denn da haben wir noch einige offen. Auf der Karte. Auf dem Händlergärtchen. Pferd! Wo ist Pferd? Ach, da unten. So, oh. Hier müssen wir ein Papyrus finden. Ja, ja, ja. Da ist ein Schatz. Noch ein Schatz. Noch ein Schatz. Ey, das kann doch nicht sein. Wo ist das Papyrus? Ja, 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 ja. So, na also. So, guten Tag. Hallo, hallo. Hier muss ich rein. Okay. So, liebe Freunde. Es ist getan. Aber sie taten es nur, weil sich ihr Bruder in Lebensgefahr befand. Der Fluch ist keine Bedrohung mehr. Herr Tepi. Was hat ihn zu einem solchen Wahnsinn getrieben? Memphis gehört wieder euch. Uns. Da dies nun geklärt ist, können wir endlich das Fest zu Ehren von Apis vorbereiten. Mögen Dämonen Hetepis Ka verschlingen. Und mögen die Schuldigen für Chemos Tod ihm bald folgen.
Es schmerzt dich zu verlassen, aber ich muss alleine gehen. Ah ja. Ich werde meine Pflicht erfüllen. Wo führt dich deine Pflicht hin? Nach Norden, um das Meer zu entzünden. Ich trinke dein Wasser. Ich hoffe, wir jagen bald wieder gemeinsam. Bis dahin machen wir die Nacht zu der unseren. Ich trinke dein Wasser? Ist das so ein altägyptischer Anmachspruch oder was? So, das Gesicht der Echse. Abgeschlossen. Haben wir noch eine schöne Nacht mit Aya verbracht, aber irgendwie ist es doch sehr trist. Also, dafür, dass jetzt alles wieder gut ist, ist es irgendwie sehr still hier. Aber egal, Freunde. Das heißt, mit der Hauptquest sind wir in Memphis schon durch. Aber wir haben natürlich hier noch die eine oder andere Nebenquest, auch im Questlog noch. Ich würde sagen, wir schließen mal die ganzen Orte hier vielleicht auch noch ab. Was ist das hier eigentlich? Was ist das? Oha. Oha. Prüfung des Sobek, okay. Ja gut. Huch. Oh. So, hier ist alles wie immer. Hat sich nicht viel verändert. Oh. Yunis belagerte. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Geht schon los. Komm ran hier. Oh, yo, yo. Was war das denn jetzt? Oh, ja. Okay. Ist ja nur nicht ver... Ah, okay. Ja. Was? Oh mein Gott. Was haben die denn hier mal drauf, ey? Ey, der ist Level 21. Verfluchter Affe! So entkommst du mir nicht! Ey, hab ich mal. Nicht! Was war das denn? Rauf da! Freund, ich darf nicht mehr sterben, ne? Schon dreimal gestorben bis jetzt. Oh, hier nebenan ist noch eine Quest. Oho! Da ist der Krokodiljäger. Grüße! Medjay! Komm ja. her! Ja, warte, halt mal an! Schiffe? Rudi, halte an! Medjay! Komm und setz dich zu mir! Sprechen? Würdest du mich vielleicht als Reisegefährten akzeptieren? Dann gebe ich mir einen Titel. Wie wäre es mit Tutmosis der Furchtbare? Ich reise allein. Natürlich. Hast du das vom Palast gehört? Von den Horden von Krokodilen dort? Schrecklich. So viele Tote.
Ich wurde angeheuert, die Bestien zu erschlagen. Doch jemand reizt sie, indem er Blut ins Wasser kippt. Und du willst meine Hilfe? Ja, ja! Dir macht ein Krokodilbiss so viel aus wie anderen ein Bremsenstich. Töte die Krokodile beim Palast und mein halber Lohn gehört dir. Was sagst du, Medjay? Ich bin ein guter Krokodiletöter. Ach, ich wusste, auf dich ist Verlass. Medjay der Mächtige, Medjay der Majestätische, Medjay der... Vergiss es. Am Nordrand der Stadt gibt es eine verborgene Höhle. Triff mich dort heute Nacht. Moment. Okay. Krokodil reimt sich auf Besenstiel. Das merke ich mir. Dann gibst du mir... Dann gibst du mir gleich mal dein Boot, Junge. Moment. So. Ein klar fährt. Huch. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Die Wachen sind wieder da. Neck! Der Krokodilgott selbst würde weniger Unheil stiften. Sie sind viel reizbarer als sonst. Oha. Oh, lalalala. Oh Gott. Schnell aus dem Wasser raus. Alter, Bayek, kletter da hoch. So, zack, zack. Nummer eins. So, zwei haben wir schon mal. Noch ihmchen hier. Komm her. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, da kommt noch eins. Oh, 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 oh. Das Ding ist halt. Ich hab keine Pfeile mehr. Ich muss erstmal den Bogen wechseln hier. So. Da haben wir auf jeden Fall noch Muni am Start. Oh, zack. 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 Jo, was machst du denn hier? So, waren das alle? Na bitte. So viele tote Krokodile sollten genug für Tutmosis sein. Viele Krokodile. Ah, oh nein, er färbt auf mich ab. So. Wo ist Pferd? Können wir auch gleich noch den Papyrus einsammeln. Boah, wo, in welchem Keller hängt der denn ab, ey? So, erstmal hier. Zack. Ja, später. Er wartet in den Höhlen unterhalb des Palasts. Ja, okay. Wo ist der Eingang? Da drüben. Na gut. Es ist so still. Was ist denn hier los?
Müssen wir erstmal hier wieder ein bisschen Stimmung machen. Was ist hier? Du schuldest uns was. Wenn dir dein Leben lieb ist, zahlst du uns alles vor dem nächsten Vollmond zurück. Hinterlasse es in einem Beutel im Lagerhaus unter den leeren Krügen. Zack. Oh, 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 oh. So. Alles klar. Heute Nacht decke ich alles auf. Hallo, hallo. Komm wieder, sobald der Himmel dunkel ist. Alles klar. Jo. Das habe ich auch noch nicht gesehen, dass die Kamera an ihn ranzoomt. Ist auch nicht schlecht. Der Palast quillt über vor Sobeks Toten. Hast du gesehen? Im Becken menschliche Leichenteile als Krokodilköder eingesetzt. Oh, wie grauenhaft. Warum? Wer weiß, warum Übeltäter Übles tun. Ich kam gerade rechtzeitig, um zwei Leute Leichen auf Boote laden und wegreiten zu sehen. Ich setze diesem Treiben ein Ende. Natürlich wirst du. Und als dein treuer Gefährte schicke ich dich in die Richtung dieser Unruhestifter. Aha. Einer ging auf den Palast zu und der andere machte sich zum Mumifizierungstempel auf. Hier ist mein halber Lohn, wie versprochen. Ich treffe dich bei meinem Boot. So. Die beiden eliminieren nichts leichter als das. Sie wirft Leichenteile in den Fluss, um die Krokodile anzulocken. Der Strolch. Wow. Prima. So. Komm, Pferd, wir müssen außen rum reiten. Das wird sonst nix. Ein Krokodil, wie passend. Nein, nicht aufsitzen. Hey! Komm mal ran hier. Tod bestätigen. So. Alright, Nummer 1 und Nummer 2. Den Papyrus hole ich mir auch noch schnell. Meine Füße mögen mich als Anubis laufen lassen, in Bewegung ohne Ende. Tschüss. Komm, Pferd. Alter, was ist denn hier mit den Krokodilen, ey? An jeder Ecke. Ob das nur an den beiden Kollegen liegt? Schon
Attacken, die die Krokodile so aggressiv machen. Gebt den Weg frei! Gebt den Weg frei! Right position, Gere. Oh. Hey! Du kannst nicht fliehen! Zack! Wer redet denn hier von fliehen? Tod bestätigen. Dienstvertrag. Dies ist ein Dienstvertrag über die Dienste von Tuyu und Tjanefer, auch bekannt als die Zwillinge. Die Zwillinge erklären sich bereit, Tod und Chaos im Umfeld des Apries-Palastes zu verbreiten. Dazu werden sie alle verfügbaren Mittel ausschöpfen und stillschweigen über diese Mittel wahren. Stillschweigen vor allem. Die Bezahlung in Höhe von 57.000 Silberdrachmen wird von der Echse bereitgestellt, die Hälfte im Voraus. Tja. Sobeks Kinder werden jetzt friedlicher sein. Nice, Freunde, dann haben wir das abgeschlossen. Und dann sind es hier noch 1, 2, 3, 4 Quests, die wir hier haben. Noch ein paar Orte zum Abschließen. Die mache ich dann vielleicht wieder offscreen. Aber ich würde sagen, das ist erstmal ein guter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Freunde. Hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Oh Gott. Mal ein Stückchen weggehen. Macht's gut. Bis morgen. Ciao.